Hey Leute, herzlich willkommen, ich bin's wieder Elias und in diesem Video möchte ich euch die ganzen neuen Fahrzeuge zeigen, die wir mit dem heutigen Update Finance & Loan, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Ganze falsch ausgesprochen habe, dazu bekommen haben in GTA Online. Es sind wirklich eine Menge neue Fahrzeuge, ich werde euch nicht nur die Autos zeigen, sondern eben auch das Schiff, die Flugzeuge und so weiter, also lehnt euch zurück und gönnt euch. Fangen wir mit den Fahrzeugen an, die wir in der Luft benutzen können. Wir haben da einmal einen neuen Helikopter namens Volatus, den können wir für 2,2 Millionen Dollar kaufen. Sieht meiner Meinung nach wirklich ziemlich cool aus, ist der bestaussehende Helikopter bis jetzt in GTA Online, aber das ist meine Meinung, ist wahrscheinlich Geschmackssache. Und dann haben wir noch einen neuen Chat dazu bekommen namens Nimbus. Und der Nimbus sieht meiner Meinung nach jetzt nicht ganz so besonders aus, aber wir kaufen ihn natürlich auch, weil wie ihr oben rechts sehen könnt, habe ich wirklich eine Menge Geld am Start. Kommen wir nun aber mal zu den interessanten Fahrzeugen, und zwar sind das die Fahrzeuge von Legendary Motorsport. Wir haben da einmal neun Supersportwagen, einen normalen Sportwagen und dann eben noch zwei weitere Fahrzeuge. Schauen wir uns erstmal den neuen Supersportwagen an. Das ist der Pegassi Reaper, hat schon einen ziemlich geilen Namen, das Fahrzeug, aber er sieht auch hammergeil aus und ich bin mit dem Teil natürlich auch schon gefahren, er ist wirklich verdammt schnell, deswegen lohnt sich der Kauf bei diesem Fahrzeug auf jeden Fall. Wir haben dann auch noch den Vapid FMJ, der sieht auf jeden Fall auch ziemlich cool aus, nicht ganz so cool wie der Reaper, aber auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und dann haben wir noch das dritte Fahrzeug, der Corti Bestia GTS, ist auf jeden Fall auch ein ziemlich geiles Fahrzeug, meiner Meinung nach. Und das letzte Fahrzeug auf dieser Seite ist folgendes, und zwar der Windsor Drop, der Enus Windsor Drop, und das Besondere bei diesem Fahrzeug ist, dass wir da beim Kauf entscheiden können, ob wir das Ganze gepanzert haben wollen oder ganz normal. Kommen wir jetzt zu den Fahrzeugen, die wir uns auf der Warstock Seite kaufen können. Dort sind jetzt insgesamt drei neue Fahrzeuge verfügbar, beziehungsweise ganz neu sind die eigentlich nicht, zumindest der Cargo Bob auf jeden Fall nicht, aber wir können jetzt endlich mal kaufen, man konnte ihn ja praktisch nie kaufen, außer damals mit dem Glitch, und wir haben jetzt sogar gleich zwei Versionen vom Cargo Bob am Start. Und dann haben wir noch den neuen Laster namens Frikade. Dieser Laster ist ein bisschen besonders, und zwar ist der ein bisschen gepanzert, den werden wir bei den ganzen Missionen und so weiter wirklich sehr gebrauchen können, aber sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus meiner Meinung nach und ist auch bestimmt ziemlich witzig damit rumzufahren. Kommen wir nun aber zum neuen Schiff, das wir bekommen haben, das ist der Hafenschlepper. Der ist schon aus GTA 4 bekannt, da war das Boot nämlich auch am Start. Also auf jeden Fall auch ziemlich cool meiner Meinung nach, aber braucht man es nicht unbedingt. Und das letzte Fahrzeug ist der Bravado Rumpo Custom. Das ist ein Van, den können wir uns auf der South San Andreas Seite kaufen. Und das ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Fahrzeug, wenn man mit dem Team mal ein paar andere GTA Online Spiele abfacken will. Hier könnt ihr jetzt sehen, wie die ganzen Fahrzeuge so in der Garage dann eben aussehen. Übrigens, falls ihr auch so viel Geld haben wollt wie ich, damit ihr euch wirklich alles im Update kaufen könnt. Das Ganze ist für nur 10 Euro möglich, und zwar müsst ihr euch dort einen gemoddeten Account kaufen. Das könnt ihr bei meinem Kumpel machen, Link zu seinem Facebook-Account könnt ihr unten in der Videobeschreibung finden, schreibt ihm einfach eine Nachricht auf Facebook und dann wird der euch eben einen gemoddeten Account machen für nur 10 Euro, ist auf jeden Fall billiger als die ganzen Sharkards und so weiter, und das wird sich wirklich lohnen, weil wie schon gesagt, dann kann man sich wirklich alles kaufen, was in GTA Online so verfügbar ist. Was haltet ihr so von den neuen Fahrzeugen? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, würde mich wirklich sehr interessieren, aber kommen wir nun zu den anderen Fahrzeugen. Hier könnt ihr jetzt den neuen Chat sehen, den wir mit dem Update dazu bekommen haben. Falls ihr knapp bei Kasse seid in GTA Online, dann kauft euch diesen Chat lieber nicht, denn wie schon gesagt, der ist wirklich nicht besonders, und da könnt ihr genauso auch mit den anderen Chats rumfliegen, da ist wirklich kein Unterschied. Hier könnt ihr jetzt auch den neuen Hubschrauber sehen, wie am Anfang schon gesagt, finde ich diesen Hubschrauber vom Aussehen wirklich sehr, sehr elegant und also wirklich ziemlich cool meiner Meinung nach, und er lässt sich auch wirklich sehr, sehr gut fliegen, und was auch ziemlich cool ist, das ist bei den ganz normalen Hubschraubern nicht möglich, man kann die Räder unten rein und raus fahren. Von der Schnelligkeit her ist dieser Hubschrauber jetzt nichts Besonderes, ihr könnt hier sehen, wie schnell man damit ungefähr fliegen kann, aber wie schon gesagt, vom Aussehen her lohnt sich dieser Hubschrauber auf jeden Fall. Kommen wir nun zum letzten Fahrzeug von denen, die ich euch hier im Video zeigen werde, und zwar ist es eben noch das neue Schiff. Es ist auf jeden Fall ziemlich besonders, denn es ist einfach so, dass man auf diesem Schiff wirklich sehr viel Platz hat rumzulaufen, und man kann es eben natürlich auch fahren. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, das Schiff war auch in GTA 4 schon verfügbar, ist also ein kleines Easter Egg sozusagen. Finde ich wirklich ziemlich cool, dass sie das Ganze eingebaut haben, ist wahrscheinlich so zum Drogendealen auf dem Meer gedacht. Also lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen, falls ihr eben genug Geld in GTA Online habt, aber falls ihr knapp bei Kasse seid, dann müsst ihr das Ganze halt nicht unbedingt haben, sieht ja auch nicht wirklich besonders aus, aber ist trotzdem mal cool, damit eben so ein bisschen rumzufahren. Das waren jetzt eben alle Fahrzeuge, die wir mit dem heutigen Update zu GTA Online hinzugefügt bekommen haben, bis auf ein einziges, also eins habe ich euch nicht gezeigt, und zwar ist es der neue Laster, der ein bisschen gepanzert ist, den werde ich höchstwahrscheinlich nochmal in einem extra Video zeigen, damit das Video hier eben nicht so lang geht. Falls ihr das Update schon gespielt habt, dann lasst mich auf jeden Fall mal eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen. Übrigens habe ich die ganzen VIP-Missionen und so weiter noch nicht gezockt, also die neue Organisation-Funktion, aber die werde ich auf jeden Fall als nächstes zocken, und davon werde ich natürlich auch Videos machen, also heute werden auf jeden Fall noch ein paar Videos kommen, und wie schon gesagt, falls ihr genauso viel Geld haben wollt wie ich, damit ihr euch eben alles in GTA Online kaufen könnt, dann checkt die Videobeschreibung ab, dort könnt ihr dann eben den Link zu meinem Kumpel finden, der euch eben den Unlock All macht. Falls ihr wollt, dass ich die ganzen neuen Fahrzeuge, also Supersportwagen und so weiter, noch ein bisschen genauer zeige, also das Tuning und so weiter, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da bei diesem Video und schreibt es auch in die Kommentare, und dann werde ich das Ganze auf jeden Fall auch noch zeigen. Wie auch immer, dann war es mit dem Video auf jeden Fall. Fettes Dankeschön fürs zu Ende schauen. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.